um die Ecke geküsst von Mac Cabot. Ja, Mac Cabot ist eine Leidenschaft, die ich jetzt schon seit, ich glaube, Sommer letzten Jahres fröne. Und jetzt habe ich mich das erste Mal an ein Erwachsenenbuch von ihr getraut. Und das ist Um die Ecke geküsst. Ja, Um die Ecke geküsst erzählt die Geschichte von Mel Fuller. Und Mel Fuller ist für die Promi-News zuständig beim New York Journal. Ja, und sie ist eine unheimlich liebe Person. Sie passt auch auf alle auf und in einer Stadt, wo man auch über Obdachlose einfach nur so rübersteigt, um gerade zu Starbucks zu kommen, ja, da passt sie sogar auf ihre Nachbarin auf. Und als es in der Wohnung ihrer Nachbarin laut zu bellen beginnt, die deutsche Dogge macht ordentlich Krawall, da geht sie rüber, um zu gucken, ob mit der alten Dame auch alles okay ist, und sie findet diese alte Dame niedergestreckt. Ja, natürlich, sofort kommt die Polizei, Krankenwagen, die arme Frau liegt im Koma. Ja, und sie geht dann jeden Tag jetzt mit der großen Dogge Paco mehrfach raus, vergisst darüber auch ein wenig ihre Arbeit, und sie muss sich dann an den Neffen, glaube ich, oder Enkel, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, dieser alten Dame jedenfalls wenden, und er ist Top-Fotograf, er fotografiert die hübschen Girls für die Sports Illustrated, und sie schickt ihm eine E-Mail und sagt, deine Verwandte, die einzigste lebende Verwandte, die er noch hat, liegt im Koma, und er möge sich doch bitte um den Hund kümmern, denn sie könnte das ja nicht die ganze Zeit. Er hat aber etwas anderes zu tun, schließlich hat er gerade ein super Topmodel an seiner Seite, mit dem er schön Urlaub in Florida verbringen will, und so schickt er seinen guten Freund John, den er irgendwann mal davor bewahrt hat, eine rothaarige Tänzerin zu heiraten. Und ja, dieser Junge ist ihm einen Gefallen schuldig. Also gibt sich John als Max Friedlander aus, und es kommt, wie es kommen muss. John verliebt sich auf den ersten Blick in die schöne Mel, aber er kann ihr ja nicht sein. Und ja, er vergeigt diese kleine Minute, wo er ihr hätte sagen können, ich bin eigentlich John, ich bin hier nur da, weil Max lieber mit einem Supermodel durch die Weltgeschichte reist. Er verpasst diesen kleinen Moment, und je länger er mit ihr zu tun hat, desto schwieriger wird es zu sagen, ich bin eigentlich jemand ganz anderes. Und das, wo er sich doch so wahnsinnig in sie verliebt hat und sie sich auch in ihn. Ja, diese Geschichte ist herrlich. Es ist toll erzählt, es ist super lustig, es hat ganz, ganz viele Irrungen und Wirrungen und tolle Ideen, von einem Krater in der Straße bis zu einem riesigen Frauenauflauf in New York City, der den Verkehr lahmlegt. Es ist alles beschrieben, nur über E-Mails, also keine Notizen oder so, es läuft alles wirklich nur über E-Mails ab, und man kriegt ganz viele Einblicke von den ganzen Personen. Man weiß die ganze Zeit, was John wirklich denkt, man weiß, was Mel denkt, ihre besten Freundin, die sich gerade runterhungert in ein Hochzeitskleid ihrer Mutter, und sie muss jetzt auf Größe 40 runter, ist im Moment noch auf Größe 46, aber das hat auch einen Haken, denn von Nadine, der Verlobte, ist der beste Koch in New York. Ja, es ist super herrlich. Es macht so viel Spaß. Ich habe oft gelacht. Ich habe immer wieder zu meiner Mutter gesagt, hier, diese Stelle musst du hören. Und die, und die, und die. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wer jetzt solche Romane mag, wer ein wenig Chick-Lit mag, wer Liebesromane mag, wer auf witzige, romantische Komödien steht, der sollte sich dieses Buch unbedingt mal näher ansehen, denn es ist wirklich gute Laune pur, es ist die beste Unterhaltung für zwischendurch. Und obwohl es mit, ja, 500 Seiten, aber das ist noch, hinten ist noch ein kleines, im Anhang noch eine Leseprobe, also mit fast 500 Seiten, ein ganz schöner Brecher ist, hat man den schnell durch, denn es ist einfach richtig, ein richtig gute Launebuch. So, und mehr will ich auch gar nicht zu diesem wundervollen Werk sagen. Seht es euch selbst an, das wär's von mir. Bis zum nächsten Video.